Ihr Lieben draußen, wirklich da draußen, ich bin ja gerade im Haus und gucke aus dem Fenster und es ist noch kalt. Hallo. Hallo. Jetzt die Frage der Fragen. We learn from? Habe ich nicht verstanden. We learn from? Weiß ich nicht. Oh Gott, ich habe manchmal die Mausgeschwindigkeit irgendwie zu schnell, da drehe ich die Kamera immer nach oben oder so. Ach schön, wir haben unsere Esel auf der Karte mit drauf. Es ist voll lustig. Cool. Plan. Also ich hatte ein paar Häuser neu gebaut. Ach stimmt, ich hatte noch dieses eine Haus gemacht. Also für Leute, die jetzt nicht wissen, was jetzt hier abgeht. Wir sind ja... Ich weiß es auch nicht. Wir waren ja... wir spielen ja immer jede Woche immer zweimal. Und jetzt sind wir gerade... Wochenende ist vorbei, Zeche, alles drum dran und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir wieder machen müssen. Stimmt, wir waren, die haben wir mit dem Haus dran, weißt du noch? Ja. Und wir wollten Stein, glaube ich, ne? Stein und Holzstämme, genau. Mal gucken. Ach, wir haben einen anderen Holzschuppen gemacht, genau. Dass das da mal ein bisschen schneller vorangeht. Bei dem dann aber auch nochmal die Sachen einstellen, wahrscheinlich. Produktion ist eingestellt. Das ist so ein Witz. Also kann auch natürlich was mit meiner Spitzhacke zu tun haben. Das ist noch eine Steinspitzhacke, die ich hier einfach habe. Ich hau hier gerade gegen ein Steinvorkommen und krieg zwei Steine raus. Zwei. Wow. Also ganz ehrlich, dann mache ich doch lieber, gehe ich doch lieber 5 Meter weit und dann habe ich dann einen ganzen Berg von Steinen, der irgendwo da rumliegt. Zack. Zack, hat weniger Zeit gedauert, anstatt jetzt gegen den Stein zu hauen. Ja, zurzeit kommen ziemlich viele Spiele raus, ne? Mhm. Finde ich unangenehm. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Unterlassen Sie das. Ja, unterlassen Sie das. Ja, aber ich möchte gerne auch irgendwelche Spiele spielen, aber ich kann nicht so viel auf einmal spielen. Weißt du, wenn du so ein Projekt machst, ich mache ja meistens die Projekte, dann versuche ich so gut wie... So gut wie es geht, zu Ende zu spielen oder wenigstens Langzeitprojekte daraus zu machen. Aber. Du brauchst einfach mehr Stunden am Tag und mehr Tage die Woche. Ja. Problem gelöst. Das Problem ist, wenn es aber bei der Bezahlung bleibt, dann ist das nicht so gut. Dann bringt das alles nichts. Kredit aufnehmen. Noch ein, ja? Noch ein. Am Kredithai um die Ecke. Der hat bestimmt ganz gute Konditionen. Für bei Giovanni, ja? Mein Gott, ist am Sterben und ich muss mal hier ganz kurz in die Tüte reinpacken. Mm, yum, yum. Ist egal, was du spielst gerade. Sobald ich in einen Abhang komme, möchte ich irgendwie den Abhang runterspringen und mit einem Gleiter runter segeln. Oh, da war ja was. Ja, upsi. Ups, falsches Spiel. Kann man dabei bei Enshrouded auch reiten? Glaube nicht. Also diese Riesenkarten soll man nur noch zu Fuß überqueren. Gibt's schnell leiten? Leiten, okay. Gibt's Schnellreisen? Mhm. Okay, gibt's also irgendwelche so Portale oder Statuen? Gibt's so ganz große Türme. Musst aber einmal erklommen haben erstmal. Und wo du dann hinreisen kannst. Erklommen heißt bekämpfen, weil da was drin ist oder einfach nur hoch? Okay. Hoch, erklimmen. Okay. Nee, einfach hoch. Ich glaube, manchmal sind auch Gegner da oder so. Wenn du oben bist, musst du da halt diese Feuerschale entzünden. Okay.
Leuchtturm ein bisschen. Und dann kannst du immer dorthin reisen, immer wieder. Und der ist halt ziemlich hoch, das heißt, von da oben kannst du dann halt auch den Gleiter gut nutzen. Okay. Hört sich lustigerweise ziemlich nach Palworld an. Palworld hat ja auch die Türme, auch sehr, sehr viele sehr, sehr viele Spots. Oh, hast du schon was gemacht? Hast du schon Stein geholt gehabt? Ich habe jetzt gerade einen Haufen weiße Stein besorgt. Toll, jetzt brauche ich das ja gar nicht mehr. Okay, dann bringe ich das ins Lager. Ja, bei Palworld gibt es ja auch die ganzen Teleporter überall auf der Karte. Wirklich perfekt überall. Aber auch Türme, wie du selber sagst. Und da oben drauf kann man dann eben auch runtergleiten. Hört sich genauso an. Ich meine, das hat Far Cry schon so gemacht. Ab dem dritten Far Cry-Teil ging das. Schlürf. Okay, ich bin wieder leer. Was fehlt noch? Gucken. Holzstamm. Einen habe ich und da habe ich noch einen Holzstamm und da habe ich noch einen Holzstamm. Dann fehlen jetzt noch 3 Holzstämme und 48 Bretter. Okay, die Bretter können wir aber jetzt können wir doch eigentlich auch mal herstellen. Wir hatten ja gerade super viele Bretter noch. Okay, aber wir hatten ja vor der Aufnahme ja mal gesagt gehabt, wir sollten mal langsam mal selber was tun, sonst kriegen wir ja keine Aufwertungspunkte. 120 Bretter gerade noch. Wir haben keine Holzstämme, das ist das Problem. Bin unterwegs. Weiß nicht, die sollen mal arbeiten da oben. Ich glaube, die tun jetzt auch mal was. Gut, du bringst die Holzstämme, ich bring die Bretter. Ich bin ja so geil. Es ist so realistisch zu sein, das Spiel. Und dann packst du einen Baumstamm ein, der einfach 6-mal so groß ist wie dein Haus. Den steckst du so ganz gemütlich in die Hosentasche. Die Boxershorts. Ja. Lalalala. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf welcher Position ihr gebaut habt auf der Karte. Ich habe jemanden gehört, der hat am Mondsichelsee gebaut. Das habe ich gehört oder gelesen, glaube ich, das war... Ich glaube, das wurde im Stream geschrieben. Ich glaube schon. Im Stream? Ja, hat das glaube ich jemand geschrieben, dass da jemand gebaut hat. Bin mir nicht mehr sicher. Haus ist fertig. Yay. Ist die gleiche Butzebude, die ich auch habe. Ja, ist die gleiche. Die kleine. Ja, wir können aber erst das große bauen, glaube ich. Naja, aber... Ist nicht schon gebaut? Ich glaube ja, oder? Nebendran, nee, das nebendran ist auch ein mein, das groß wie mein Haus. Nee, ich glaube, das große haben wir noch gar nicht gebaut. Das wird man hier auf dieser Landzunge machen. Wo bist du? Landzunge? Ach, da drüben meinst du? Da wollten wir es, glaube ich, hinsetzen. Aber, achso, wir haben den Jagdgrund ja sowieso weg, ne? Ja, genau. Aber würdest du das wirklich dorthin bauen? Ja, wir haben sonst keinen Platz mehr. Du willst nicht Richtung Stadt hinten bauen. Aber dann würden wir auch, glaube ich, die anderen Tiere verschrecken, ne? Ich würde gerne eine Brücke bauen, aber man hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu bauen hier. Also selbstständig bauen, meine ich. Also was ich mal gesehen habe, ist, dass jemand einfach Baumstämme hier reingeschmissen hat. Mhm. Und dann sah das auch aus wie eine Brücke. Toll. So richtig festes kannst du nicht machen.
Wir können Schweine halten. Du könntest auch eine Baumstammbank wahrscheinlich, wenn das geht, ins Wasser setzen und davon ganz viele. Auch schon eine Brücke. Ich guck mal. Möbel und Dekoration. Bänke. Baumstammbank habe ich, kann ich machen. Kann ich mal versuchen. Hast du die? Holz brauche ich. Achso. Können wir mal versuchen. Wäre mal eine Idee. Dass du mitten im Winter durchs Wasser laufen kannst. Juckt ja, nicht. Aber überhaupt, dass du immer durchs Wasser laufen kannst. Ohne dass er kalt bekommt oder so. Mhm. So. Schade, dass man beim Vorbeilaufen nicht farmen kann. Kann nicht im Wasser platziert werden. Hast du versucht, ja? Ja. Ach, schade. Kann ich überhaupt was im Wasser platzieren? Nee. Doof. Okay, dann nicht. Hat sich das erledigt? Schade, dass man das. Ich kann nicht jetzt jedes Mal übers Wasser laufen. Das ist irgendwie so dumm gemacht. Das ist auch keine Zäune, geht gar nichts. Wasser. Sag mein. Fleißig gearbeitet? So sehe ich das gerne. Portfolio. Bogumilla. Ah, okay. Okay. Das lerne ich mal. Wir haben noch einen Punkt. Wo müssen wir wieder Steuern zahlen? Ich glaube, im Winter war doch immer was mit Steuern. Na, noch nicht. War es vielleicht im Frühling? Immer wenn Winter rum war? Ich habe keine Ahnung. Wir kriegen ja die Quest an, oder nicht? Also ich krieg die nicht direkt angezeigt. Muss immer selber gucken. Dann mache ich mal Folgendes. Ich wollte sowieso ganz kurz mal ein bisschen jagen gehen. Wir sind wieder fast verkaufen. Dann gehe ich mal in die Stadt und guck mal, ob was bezahlt werden muss. Nee, muss nichts. Muss nichts, ne? Nee. Quest ist nicht da. Wir könnten übrigens einen Schweinestall bauen, ne? Ja. Sollen wir mal? Vielleicht kriegen wir dann auch mal den Dung.
brauchst nur bei mir. Echt teuer auf Dauer. Willst du das kleine Land so lassen, das Feld, oder willst du das noch größer machen, die Felder? Also nee, das reicht. Reicht das mal. Erstmal oder sollen wir jetzt. Nee, reicht. Wenn wir nochmal ein Feld machen, machen wir es auf der anderen Seite vom Fluss einfach. Ja, wo es ein bisschen ebener ist, ja? Mhm. Also ich stelle das Haus diesmal nicht gerade, ja? Ich stelle das ein bisschen schräg jetzt diesmal. Ja, ja. Weil ich es irgendwie doof finde. Okay. Ah, hier ist dumm. Geil. Okay. Endlich Kacke. Sag mal, wie viele Küken haben wir eigentlich gehabt? Guck mal, wir haben ja schon einen richtigen Hühnerhaufen. Oh ja. Cool. So, ein männliches Küken. Und ein weibliches Küken. My mouth's dry. Cool, wir haben viele Hennen und sowas. Die sind wie die Karnickel. Das ist gut. Ich mag Karnickel. Ich weiß nicht, warum der Baum mich immer überschlägt. Der greift mich an. Ja, ich habe auf zwei Drittel meines Lebens vorhin verloren. Also eine Birke gemeint hat, sie muss auf mich drauf fallen. Fand ich nicht nett von der. Ich finde den Sound so cool in dem Spiel. Dass einfach der Hahn kräht, ja? Und dann, dass man das von Weitem hört. Also jetzt nicht laut hört, sondern einfach hört, dass er da ist in der Nähe. Wildschweine haben wir, glaube ich, auch zum Teil verjagt. Beziehungsweise hier waren, glaube ich, auch Wölfe direkt hier am Hasen. Hier am Felsen entlang waren, glaube ich, ganz am Anfang waren noch Wölfe, zwei Stück. Wölfe und kann mich noch so leicht vage daran erinnern, dass da mal ein Bär war. Ein Bär, gut, den haben wir von Anfang an verjagt. So, Grundgerüst steht. Stöcke bitte. Ein totes Schwein. Noch ein totes Schwein. Totes Schwein. Nur eine Schweinerei hier. Richtige Schweinerei. Bring mal Holzstämme mit. Kann der die Hauer der Wildschweine mitbringen? Mist, ich habe auch keinen Hammer mehr. Hat sich ausgehämmert. Mal wer da hämmert. Das glaube ich nicht, Tim. Gleich mit. Mission.
Ich weiß nicht. Stroh. Ach, die Baumstämme haben wir alle? Ja. Ah, ich dachte, da fehlt noch was. Lana Strah. Oh, die Mist am Fluss. Ich hab glaub genug Stroh. Kann man genug Stroh haben? Ja. Bin ich da. Der Fackelmann läuft da rum. Ja, ich bin noch Holz am Sammeln. Ich mach jetzt noch einen Zaun da drum. Fackel da nicht lange. Nee, ja, fackel ich nicht lange. Wenn es um Schweinerei geht, mache ich kurz einen Prozess hier. Ich mache jetzt den Standardzaun wieder. Ach, man kann auch Steinmauern machen. Wann kann ich das denn erlernen? Ne? Das wäre ja geil. Da will ich die ganze Stadt, also nicht den Hauptweg mit Steinwegen machen. Mhm. Mache ich mal ganz kurz zu gucken, wo kann ich das denn? Fertigkeiten, Technologie. Ich mache mal ein bisschen Fleisch. Ich glaube, das kommt irgendwie sehr spät irgendwie. Ich bin jetzt gerade bei Haus 2, ja? Nee, Haus. Beim Haus. Materiallager und da kommt Haus. Und dann kann ich eine andere Art von Zäunen und sowas erlernen. Wann kommt denn die Mauer? Oh Gott. Oh, die Mauer kommt erst bei der Mine. Das heißt, erst Haus, dann Holzschuppen 2 und dann erst Mine. Dann kommt die Mauer. Steinmäuerchen heißt es. Dauert noch. Aber ist cool. Ja, dauert noch was. Fleisch dauert auch noch etwas. Oh mein Gott, ich krieg ja echt Dolby Surround von Gackernen und Gückerinnen und Gülle-Gülle-Hühnern. Unser Nachbar hat einen Hahn und Hühner. Mhm. Im Frühjahr dann wieder ab. Was macht der im Frühjahr? Krähen. Ach so. Boah, volle Möhre. Hast du eine... Bist du in meiner Nähe? Ich bin in der Küche. Mist. Hab ich eine Schaufel? Ich weiß gerade, manchmal weiß ich nicht, wo ich hinklicken soll. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ah, hab ich keine. Wie skilleriert man denn eine? Kann ich sogar. Ich nur noch 25 Fleisch.
So, und weil ein scheiß Stein im Weg liegt, glaube ich, oder sowas. Kann ich nicht bauen, oder? Oder ist das wirklich wegen dem Baum? Weil ich jetzt 75 Fleisch gebraten habe, ich gerade ein Level in Produktion bekommen. Ist ein feiner. Aber ist gut. Gut zu wissen, dass wir mal wieder mehr selbstständig was machen müssen. Ja. Hör auf zu gähnen, Mann. Mach ich gar nicht. Gähnen ist nicht gut, weil da muss ich mitgähnen. Ja. Kann jetzt Baubesessenheit lernen. 10% schnelleres Bauen. Ja, du bist jetzt ab jetzt Bauprofi bei uns. Aber was heißt denn schneller bauen? Schwinge ich dann den Hammer schneller oder verbrauche ich weniger Materialien? Ich denke mal einfach nur, du bist schneller beim Bauen. Ja, richtig unnötig. Finde ich gar nicht. Mach mal einen Zaun, dann weißt du Bescheid. Nee, dann mache ich lieber Kochexperte. Dann geht nämlich das Fleisch machen schneller. Ich glaube, ich mache es verkaufen. Ich glaube, ich mache jetzt, glaube ich, auch mal einen Dings. Ums. Ein bisschen Fleisch, um das zu skillen. Das wäre ganz cool, Bauexperte. Haben wir eigentlich Leinen und Leinenweben, Waben? Wie heißt das Zeug? Keine Ahnung. Haben wir Flachs in letzter Zeit? Keine Ahnung. Haben wir Flachs in letzter Zeit? Nee, wir haben Winter. Das ist kein Flachs. Warum haben wir kein Flachs im Winter? Natur. Wo sind denn hier die Genforscher und Gewächshäuser und. Pack die Biobauern. Kommt denn generell jetzt noch so? Der Holzschuppen 2 kommen. Jetzt Gedönse. Palisade kommt bei Holzschuppen 2. Gibt es keine Schweine mehr? Die Wildschweine sind die wirklich weg? Ich habe ja vorhin 3 gekillt. Achso, okay. Du hast ja eben was davon gesagt gehabt und dann meinte ich jetzt wirklich, dass sie weg sind. Könnte aber sein, dass sie langsam dann verschwinden, ne? Ja. Was bei Kräuterhütte 2? Dann fehlt nur noch die Fischerhütte 2, dann haben wir den Bereich komplett durch. Landwirtschaft, da kommt noch einiges. Stall, ey. Lange. Ich glaube, unter Landwirtschaft zählt das auch hier Farmen, Holzhacken? Nee, das ist Gewinnung, glaube ich. Okay. Dann Werkstatt 2 haben wir gerade freigeschaltet wohl. Das heißt gerade aber schon vor kurzem erst. Und die Schmiede 2, Näherei 2, Küche 2. Da kommt erst der Marktstand. Das wäre natürlich auch cool, dass wir nicht ständig selber verkaufen müssen. Das finde ich super. Und dann kommt ganz zum Schluss erst die Schenke. Okay, schade eigentlich. Aber der Marktstand finde ich schon cool. Das ist eine coole Sache, weil gibt auch so ein bisschen mehr Style und Leben in die Stadt. Ja. Bisschen mehr Markt treiben. Ich glaube, ich will hoffen, dass meine Stöcke jetzt ausreichen. Die nächste ist schwanger. Oh Gott. Wie heißt sie diesmal? Schmieden Dobjeknieva. Die nicht Hannelore heißen oder so. Bärbel! Ja, dass man sie umbenennen kann, wäre auch noch was. Ich würde sie alle Bärbel nennen. Bärbel 1, Bärbel. Nee, ohne eins. Einfach nur Bärbel.
Du, Bärbel. Ja. Siehst du? Könnte ich dann noch so erlernen. Holzfensterläden wäre auch mal ganz nett. Ich erlerne jetzt erstmal Bett. Schlafen gehen. Was hättest du von diesem Erlernten? Ja, wenn es sein muss. Guten Morgen. Ich würde auch mal gern so schnell einschlafen und wieder aufstehen. Eigentlich nicht. Na doch. Schwinde. Geh lieber auf die Latrine. Nein, da muss ich nicht hin. Ey, wir haben 40 Holzstämme wieder. Super. Ja, wir haben jetzt auch zwei von den Arbeitsgarinskis. Lag es halt auch wirklich daran, dass einfach nicht, dass zu schnell zu viel Holz gebraucht wurde. Die gar nicht hinterherkamen sonst. Du kannst mal gucken, was wir für Essenssachen haben, die wir verkaufen müssen oder irgendwie verarbeitet müssen. Jetzt erst hier einen Fensterladen bauen. Oh, ich baue wieder kilometerlange Zäune hier. Das sieht aber gut aus. Cool. Dass ich auf der Rückseite noch keine habe, ist ja keine Wissen. Erzähl ich im Dorf herum. Wusstet ihr, dass der Grave kein Fensterläden hinten hat? Was? Das werden wir sofort weitererzählen. Bei der Tupperwarenrunde. Mhm. Tupperware-Behälter. Also ich habe ja noch das gebratene Fleisch auf der Tasche. Wow, ich hab's genau geschafft mit dem letzten Holz. Geil. Okay, Schweinerei kann losgehen. Wir haben 34 Eier. Es müssen Äpfel weg wie sonst, das, weil die sonst alle vergammeln. Ja. Pilze könnte man noch verkaufen. Wobei, das lohnt sich gar nicht bei den Pilzen. Nee. Kann auch vergammeln. So, dann brauche ich noch ein paar Bretter. Wo hast du den Fensterladen gebaut? Meiner Hütte natürlich. Endlich habe ich mal Privatsphäre hier. Ich bin so ein bisschen vergiftet. Alles in Ordnung. Ui. Mach auf und zu machen. Ich glaube, ich muss mal kurz auf die Latrine. Oh mein Gott, das drückt. Ich habe die ganzen Äpfel gerade gegessen, die waren alle vergiftet. Oh, lass mal auf! Wir sind hier drin, mach mal auf! Ich kack gleich unter den Baum. Oh, mein Material gekackt. Was meinst du? Wird nicht ins Materiallager gekackt. Warum denn nicht?
Du hast auch ein paar Fenster drin. Bei dem Scheißhaus dort. So wie du dein Haus nennst, weiß ich nicht, aber... Wenn du meinst, dass es ein Scheißhaus ist? Das ist eine Budinski. Wir sind doch in Polen. Das sind Häuser, dann heißen die Häuser nicht Bude, sondern Budinski. Ah ja. Gut. Geh nochmal nach der Eselkacke gucken. Wir können mal in die City Fragens gehen, wo es... du kannst auch, glaube ich, bei uns in der Stadt fragen. Die wissen das auch. Wo es Schweine oder sowas gibt. Kannst du fragen, wo gibt es? Und dann... Oder wo finde ich Nutztiere, Schweine? In Klonika. Und wir können, glaube ich, auch noch Gänse machen. Wir haben, glaube ich, noch ein Gänsehaus-Dings. Ich weiß, aber ich weiß nicht, was wollen wir mit blöden Gänsen? Kannst du Federn kriegen. Ich weiß nicht, was die sonst noch können. Aber irgendeinen Vorteil müssen sie haben, sonst hätte man die ja vor den Hühnern machen können. Das werden wir aber sehen. In der nächsten Folge, Lieben. In der nächsten Folge werden wir uns ganz sicher mal auf die Schweine stürzen. Also wenigstens welche kaufen. Auf unsere Frau. Bis denn. Und tschüss.